Herzstück, zum Sahnestück, zum ersten. Ich habe zwei versprochen und das zweite kommt dann auch so gleich. Wir haben ja begonnen mit der Fragestellung, warum sollte sich jemand bewerben? Das Ganze, was wir hier machen, dient nur dieser Beantwortung dieser simplen Frage aus Sicht der Zielgruppe. Und die meisten arbeiten mit einer Zielgruppe, die ist auch gut definiert, aber die ist viel zu klein, weil die meisten suchen die eierlegende Wollmilchsau. Und das ist der Suchradius der meisten Unternehmen. Sie merken schon, der ist viel zu klein. Und deswegen gibt es in diesem Suchradius auch Fachkräftemangel. Damit Sie in Zukunft erfolgreich rekrutieren, benötigen Sie nicht nur eine Zielgruppe, sondern Sie benötigen Subzielgruppen. Was sind denn Subzielgruppen? Wissen Sie, wenn Sie als SAP-Beratungsunternehmen zum Beispiel den klassischen Senior Consultant suchen, der 6 Jahre Berufserfahrung hat, 3 abgeschlossene Projekte, dann suchen den praktisch alle. Ganz kleiner Radius. Und sie streiten sich mit allen Unternehmen da draußen. Da brauchen sie schon wahnsinnig gute Argumente, damit sie dieses rohe oder dieses rahe Gut an Kandidat bekommen. Ich empfehle Ihnen, es arbeiten Sie mit Subzielgruppen. Es gibt circa 30 Randziel- oder Subzielgruppen. Starten Sie nur mit einer, vielleicht mit zwei oder mit drei. Lassen Sie mich ein Beispiel machen. Sie definieren zum Beispiel, wir möchten nächstes Jahr 10 Leute einstellen. Wenn es bei der klassischen Definition sehr schwierig ist, würden wir gerne eine erste Subzielgruppe adressieren. Das wären Mitarbeiter älter 55 Jahre. Oh, ich weiß, ein ganz schwieriges Thema. Ich sage Ihnen, warum glauben Sie nicht an ältere Mitarbeiter? Und Sie bieten denen ein Arbeitsmodell an, wo sie sagen, ihr könnt nur 4 Tage die Woche bei uns arbeiten. Jetzt sagen die meisten, ach nee, die Alten, die sind ja nicht mehr dynamisch und die wollen auch nicht mehr. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Die sind so erfahren, die haben, wenn sie jemanden einstellen, der 58 Jahre alt ist, wie hoch ist die Chance, dass der bezüglich einer Karriere, einer möglichen Karriere, ihr Unternehmen verlässt die nächsten 3 Jahre? Gleich zero. Der hat schon Karriere gemacht. Der hat einen ganz anderen Anspruch an Sie. Das heißt, identifizieren Sie zwei Subzielgruppen. Erste Subzielgruppe, älter 50 oder älter 55 Jahre. Zweite Subzielgruppe, zum Beispiel Berater, die Fulltime reisen und jetzt zum Beispiel nur noch 2 Tage die Woche reisen wollen. Und die haben alle ein absolutes Bedürfnis. Die haben einen Engpass. Soll heißen, der 58-Jährige möchte zum Beispiel nur noch 4 Tage die Woche arbeiten. Das ist ein Engpass. Der Familienvater, also das lebensphasenangepasste Arbeitsmodell, möchte nicht mehr 5 Tage reisen, sondern nur noch 2 oder 3. Und das ist ein Engpass. Wenn Sie diesen Engpass dieser Zielgruppe matchen, ist die Chance extrem hoch, dass derjenige zu Ihnen kommt. Das heißt, wenn Sie eine Subzielgruppe definieren, und wie gesagt, es gibt 30 Subzielgruppen, ich mache exemplarisch dieses Beispiel für diese zwei, dann definieren Sie, welchen USP kann ich bieten? USP wäre, ich biete ein 4-Tage-Modell an für die älteren Mitarbeiter, ich biete ein eingeschränktes Reisemodell an für die, die gerade frisch Vater geworden sind, und ganz ehrlich, vielleicht machen die das 3 Jahre und dann reisen die wieder voll. Und Sie matchen den Engpass Ihrer Zielgruppe. Jetzt sagen Sie, oh, das ist ja aufwendig, das ist ja riesig, absolut richtig. Aber derjenige, der den Engpass seiner Subzielgruppe matcht und Sie brauchen da separate Ansprachen und Sie müssen identifizieren, wo Ihre Zielgruppe ist. Also ein 55-Jähriger ist vielleicht nicht auf YouTube und der reisende Vater ist vielleicht auch nicht auf Facebook. Fragen Sie wieder Ihre Zielgruppe, die Sie schon im Hause haben, wo sich die so rumtummeln. Und dann definieren Sie eine eigene Recruiting-Strategie pro Subzielgruppe, fokussiert auf den Engpass, fokussiert auf den eigenen Kanal. Und ich bin fest davon überzeugt, Sie werden dann ganz andere Recruiting-Erfolge erzeugen. Ein Beispiel hat gezeigt, ein Unternehmen, mit dem ich dieses Modell entwickelt habe, hat von 15 Einstellungen das Ganze auf 35 hochgedrückt. Eigene Zielgruppe, eigene Engpassdefinition, USP-Definition, eigene Ansprache,
pro Zielgruppe. Wow, ist das anstrengend? Ja, ist das aufwendig? Ja, aber es ist extrem effektiv, extrem erfolgreich, wenn Sie sich dem Thema stellen. Das Prinzip Gießkanne ist zu Ende im Recruiting. Sie müssen sich auf neue Dinge einstellen. Das kann ich Ihnen sagen.